Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Promi-Geflüster. Heute mal wieder mit der neuen Technik mit Skype. Und sozusagen müssen wir gar nicht rausfahren. Wir können das Ganze hier face-to-face machen. Das ist möglich. Und in der Leitung habe ich jetzt hier die Julia Lindholm. Da sage ich schon mal recht herzlich willkommen. Hallihallo. Dankeschön. Hi. Ja, und zwar... Jetzt sind wir beide mit drin, genau, Julia Lindholm. Ich habe sie jetzt in Köln angetroffen, ist das richtig? Das ist richtig. Ich sitze in Köln und du sitzt genau wo? In Reutlingen, das ist südlich von Stuttgart. Ah. Genau, vielleicht sagt Metzingen noch was. Das ist dann hier die Outlet City, Hugo Boss und so weiter. Also da, wenn du Klamotten interessiert bist, dann bist du an der Stelle richtig aufgehoben. Toll. Nein. So, aber jetzt mal ganz kurz ein bisschen zu deinem Werdegang, wenn ich es jetzt so richtig verfolgt habe. Du hast deine erste CD hier auf dem deutschen Markt mit ABBA-Cover-Songs vorgelegt, sozusagen, ne? Genau, das stimmt. Kommst aus Schweden, das ist natürlich klar. Ja. Mit ABBA natürlich eine gute Verbindung, ganz klar. Mhm. Ja. Und wie kam es jetzt für dich dazu, hier zum deutschen Schlager? Ja, das war 2015, 16 da. Da war ich am Ende meiner Musical-Ausbildung in Stockholm in Schweden und bin dann in Kontakt gekommen mit meinem damaligen Produzent Christian Geller. Und wir haben dann gesprochen und auf die Idee gekommen, dass ABBA auf Deutsch wäre doch ganz cool und es wäre toll, das zu machen. Und ich fand auch die Idee richtig, richtig schön und dachte mir, ja, warum nicht? Also ich habe ja sogar 2 Jahre in Österreich gewohnt als Kind, hatte eine tolle Beziehung mit der deutschen Sprache und fand das irgendwie ein bisschen so wie zu, nach Hause zu kommen, fand ich irgendwie. Das war einfach richtig und hat super Spaß gemacht, das ganze Sache aber auf Deutsch zu machen und da war ja auch eine große Ehre natürlich, diese große tolle Song zu machen, ja. Auf Deutsch. Das wäre jetzt natürlich schon die nächste Frage gewesen, wie hast du Deutsch so gut gelernt jetzt? Ich meine, das ist ja aus Schweden, ne? Ich habe dann Deutsch ein bisschen so gelernt als Kind, als wir in Österreich gewohnt haben mit meiner Familie, ein bisschen auch in der schwedischen Schule gelernt, aber nicht so ganz gut und könnte eigentlich immer ganz gut verstehen, aber habe mich nicht getraut zu reden, weil als junge Mädel und weißt du, dieses irgendwie immer good girl zu sein und perfekt und dann wollte ich keinen Fehler machen und habe mich nicht wirklich getraut. Ja, ja. Und dann kam ein Tag zum anderen, war das irgendwie so, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich das und dann habe ich angefangen, Deutsch zu studieren und habe dann so 6 Wochen Schule studiert, Deutsch. Okay. Seitdem ist es dann natürlich besser geworden. Ja klar, sehr schön. Nee, Kompliment. Klingt gut, man kann dich sehr gut verstehen und fast akzentfrei. Also wirklich toll, ne? Genau. Danke. Ja, das ist nicht immer einfach. Das ist wirklich manchmal für mich, ich mache mich oft Gedanken, oh, wie kommt das rüber, weil ich habe ja Angst, dass vielleicht kommt es falsch rüber oder die verstehen mich falsch. Mhm. Und weil das deutsche Grammatik ist ja nicht die einfachste, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich habe sogar ein Zertifikat jetzt. Okay, toll. Ist es dann in schwedische Sprache einfacher, grundsätzlich? Ja. Ja? Grundsätzlich ja. Also wir haben ja nicht die und alle verschiedene Änderungen von den bis dem bis der. Das, wir haben 2 Fälle halt. Und es ist wie Englisch. Da grammatikalisch sehr einfacher, aber trotzdem liegt Schwedisch und Deutsch ganz nah aneinander. Trotzdem. Okay, sehr gut. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu deinem Album. Genau, erscheint am 21. Februar. Also wir sind jetzt natürlich schon, glaube ich, einer der Ersten mit, die über das Album schon sprechen können dürfen. Genau, am 21. Februar kommt es raus. Bum, bum, gell, heißt es. Okay. Nee, Boom heißt das Album. Boom, genau. Genau. Das war aber die Auskopplung ja schon letztes Jahr, ne? Die erste Single davon. Genau. Ja. Erste Single, Boom, Boom. Mhm. Und jetzt kommt mein Album, Boom. Boom, genau. Man macht es einfach, Boom. Genau. Ja. Was findet man denn drauf? Was sind es für Nummern? Sorry, jetzt habe ich dich nicht verstanden. Was findet man für Titel drauf? In welche Richtung geht's?
Das geht in die lebensfreudige, energievolle und leidenschaftliche Richtung mit Songs, der wirklich über viel über mich redet, würde ich sagen, und wirklich viel Energie rüberbringt und viel rhythmische Songs und ein bisschen Freshness und Frechness und aber wirklich pure Freude, würde ich sagen. Mhm. Passt ja dann schon wieder so Richtung Frühling, Sommer, da sind dann die richtigen Abtempo-Nummern dabei, ne? Ja, das unbedingt, würde ich absolut sagen. Das passt wirklich jetzt gut, so 2020, genau. Neuer, was heißt das, Decade, was heißt das auf Deutsch, also 10 Jahre, ja. Neue Dekade, neues Jahrzehnt, genau. Genau, richtig. Neues Jahrzehnt. Und zum Frühling, da kommt ja langsam, wird es ja auch heller und richtig. Sommer kommt und dieses Album passt wirklich gut dazu. Und ich hoffe wirklich, dass die Menschen das Album mit sich nimmt und im Tag wirklich mit voller Lebensfreude geht. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich auch gesehen oder gelesen, dass da auch viel von dir selber drin steckt. Wie hast du mitgearbeitet am Album? Was hast du dazu beigetragen? Also ich habe ja viel von mir, also meine Persönlichkeit dazu, also wirklich so reingebracht. Ich habe den Songwriters und Produzenten kennengelernt. Wir haben da zusammengearbeitet in Songcamps und zusammen. Ich war dabei in verschiedenen Prozessen und habe auch meine Familie und meine engsten Freunde mit zugebracht, dass sie auch seine Meinungen, wer ist diese Julia und wer ist, weil ich habe ja meine Meinung, wer ich bin, aber die Menschen, die mich wirklich kennt, habt ja natürlich einen anderen Bild, auf wer ich bin. Und die haben dann auch seine Meinungen gesagt. Und deswegen haben wir dann dieser Bild irgendwie geirrt. Und dann hat die Songwriters und Produzenten das wirklich mitgenommen in das Prozess. Und dann haben wir sehr eng miteinander gearbeitet. Und ich finde es wirklich, das klingt viel Julia. Also es steht nicht nur Julia drauf, steckt auch Julia drin. Ne? Genau. Ja. Sehr gut. Ja, was wird so dann die nächste Auskopplung sein von der CD? Was kann man denn erwarten dann? Von das Album? Ja. Jetzt habe ich das nicht verstanden, glaube ich. Ich sagte, was gibt es als nächstes für eine Auskopplung? Also nächste Single oder nächste? Ja, die nächste Single dann, genau. Aha, ja, also jetzt ist ja, okay, sorry. Kein Problem. also Ich tanze auf der Reihe ist ja der neueste Single, das ist jetzt eine Woche alt heute. Ja. Und das ist jetzt der Single, mit dem wir arbeitet. Und dann kommt ja halt das Album in 3 Wochen. Genau. Und deswegen wird jetzt Tanz auf der Reihe jetzt der Song, der wirklich das Album hoffentlich nach oben bringt. Mhm. Ich Tanz auf der Reihe ist auch wirklich ein Song, der sehr über mich, also viel über mich redet. Okay. Also das bin ich halt so. Oder ich versuche es. Es ist nicht jeden Tag, dass ich aus der Reihe tanze. Ja, ja, ja. Ich habe auch schlechte Tage, aber ich versuche es. Und das ist ein Motto, wo ich lebe. So. Mhm, mhm. Ich tanze aus der Reihe, genau. 14 Titel sind drauf, gell? Wenn ich jetzt gerade richtig sehe, genau. Genau. Sehr gut. Gute Laune-Titel. Gute Laune-Titel, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, konntest du natürlich auch ein bisschen dich im deutschen Publikum wieder präsentieren. Gut, es waren einige Tourneen, auch mit Silbereisen und so weiter. Aber auch mit Vox Club warst du unterwegs. Ja. Wie hat das Publikum dich aufgenommen? Waren die so auch an dir erfreut? Ja, wirklich. Also Vox Clubs Freunden und Fans, die sind so, die habe ich auch sehr, sehr nah am Herzen. Ja. Die haben mich so wirklich, ich habe mich so willkommen gefühlt und die haben mich wirklich unterstützt und viel Liebe gegeben, viel Unterstützung gegeben und die sind wirklich da auch ein sehr großen Teil von mir und das macht richtig Spaß, so richtig Spaß, auf die Vox Club Konzerten mitzumachen. Super, super, toll, genau. Liegt natürlich auch nahe, denn das Management, was sich dahinter verbirgt, ist ja dasselbe. Ja, das ist halt mein Familie. Ne? Genau, sehr gut, sehr gut. Ja, was wird dann dieser Sommer bringen? Wo sieht man dich? Was kann man erleben? Dieses Jahr bin ich ja ganz auch, also überall, fängt jetzt im März an mit Vox Club. Mhm. Bin ich dabei auf dem Konzert und dann verschiedene Schlagerfestivals, Schlager, also Veranstaltungen. Ich
I update mein Facebook immer mit Events. Das ist gerade nicht upgedatet, aber ich bin da dran und das kommt jetzt in den nächsten Wochen hier vor Release, alle die Dates, die gerade gebucht ist. Und dann hoffentlich, hoffe ich natürlich auch, dass es wird viel im Radio gespielt, meine Lieder, dass ich im Fernsehen auftreten dürfen und auf coole Events dabei sein dürfen. Also und natürlich alle Fans und alle meine Freunde da draußen treffen können. Das freue ich mich ja natürlich am meisten so. Ja, da drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Und ich denke mal, da wird sich bestimmt die eine oder andere Gelegenheit mal wieder geben, wo wir uns vielleicht dann doch mal persönlich treffen. Und dann, denke ich mal, dann werden wir uns auch mal von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Ja, und nicht nur übers Internet. Ne? Genau. Ja. Das ist wirklich so, heutzutage ist ja wirklich so, danke Gott für Facebook, für Skype, für FaceTime und alles, was heutzutage gibt. Das ist ja auch für mich als Schwedin alleine in Deutschland. Ich meine, meine ganze Familie wohnt in Schweden. Und ich bin richtig dankbar, dass Skype und Messenger und alles, was da gibt, dass ich meine Familie einfach kontaktieren kann. Das ist Richtig. Das ist richtig schön, auf jeden Fall. Aber heute Mittag hat es noch ein bisschen Startschwierigkeiten. Wir wollten ja heute Mittag schon starten. Woran hat es gescheitert? Ach, mein Skype hatte überhaupt nicht mit mir gearbeitet, aber ich habe es gelöst. Sehr gut. Wo ein Wille, da auch ein Weg, gell? So ungefähr, ne? Ja. Richtig. Sehr schön. Ja, wie läuft denn die Musik sonst in Schweden ab? Bist du da auch präsent oder machst du da auch andere Musik dann oder jetzt nur noch auf dem deutschen Markt? Nee, also jetzt bin ich eigentlich hauptsächlich in Deutschland, auch in Schweiz und der Österreich natürlich auch hin und her. Aber ich wohne in Deutschland, ich lebe in Deutschland seit 1,5 Jahr und ich weiß, es gibt Leute, die in Schweden, die weiß, es gibt eine Schwedin, die macht deutsche Schlager. Aber ich bin nicht so bekannt, dass ich würde nicht so gespielt in Schweden, so nur meine Familie und Freunde natürlich. Okay. Aber manchmal kriege ich da ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich war also, wo ich überhaupt, ich habe keine, das kommt einfach so, oh, ich war in einem Newspaper irgendwie, die Schwedin tritt in deutsches Fernsehen auf oder so. Aber sonst ist wirklich, mein Leben ist heutzutage in Deutschland und ich liebe es und ich liebe Schlager und ich liebe hier zu sein. Und deswegen habe ich kein Heimweh, nur ich vermisse nur meine Familie, aber ich habe kein Heimweh. Aber dann im Sommer geht es dann ab und zu mal heim oder zu Weihnachten oder wie auch immer. Ne? Genau. Dann war ich jetzt zu Hause, ein paar Mal im Sommer, aber ich wirklich, ich genieße es hier und ich bin wirklich zu Hause hier. Prima, super. Ja. Ja, dann denke ich mal, haben wir doch schon so weit einiges erfahren. Also die wichtigsten Sachen schon mal. Wie gesagt, wir schauen auf deiner Homepage nach. Facebook, Instagram natürlich auch, denke ich mal. Ne? Ja, also Instagram, Facebook ist ja was, wo ich meistens update. Wir sind gerade auch beim Arbeiten bei neuer Website. Und also ich kann auf jeden Fall versprechen, dass in den nächsten Wochen und Monate kommt natürlich viel von mich wegen des Albums und ich freue mich riesig über die Unterstützung von dir heute, Fragen von bitte euren gerne, bitte gerne. Frauen, die heute angucken und ich, ich bin halt mega aufgeregt, was jetzt kommt und ich bin mega nervös auch. Ja. Hoffe natürlich, dass es... Aber bei uns brauchst du jetzt nicht nervös sein, ist alles gut, alles gut. Klar ist es natürlich, sage ich auch immer wieder hier, wenn man sich noch gar nicht kennt und dann auf einmal so eine Face-to-Face-Interview macht hier über das Internet. Ja. Man weiß ja nicht, wer einem gegenübertritt, aber ich glaube, mit den Leuten bei dir im Hintergrund, haben wir gerade im Vorfeld ja schon gesehen, sind ja schon wieder Bekannte dabei. Also von daher, alles locker, alles easy. Danke. Dann bleibt mir jetzt eigentlich wirklich nur zu sagen, dir für den CD-Start, toi, 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 alles, alles Gute, viel Erfolg, dass das dann auch so startet, wie es du dir wünschst und alles gut nach oben geht. Ne? Ja, das hoffe ich auch. Ja. Und das sind wir jetzt dabei auf jeden Fall. Und wer weiß, wohin die Reise geht, aber ich freue mich auf jeden Fall und ich bin sehr dankbar für alles, was ich erleben darf. Ja, sehr schön. Wie gesagt, dann herzlichen Dank schon mal fürs kurze Gespräch. Wir werden uns, wie gesagt, dann hoffentlich bald irgendwann auch mal live sehen. Wenn du auf Radiotour bist, hier in Stuttgart oder wo auch immer, dann einfach mal kurz melden. Meine Telefonnummer und meine Daten hast du jetzt alle. Dann können wir uns austauschen. Toi, 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 alles Gute und sage ich mal
bis ganz, ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss.